Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Teil meiner Japan-Serie. Natürlich weiterhin Japan, ist ja klar. Und weiterhin Tokio. Ich glaube, wir machen noch 3 oder 4 Tokio-Teile und dann gehen wir auch endlich mal in einen anderen Ort, reisen ein bisschen weiter. Aber Tokio ist einfach das Geilste an Japan, möchte ich einfach mal behaupten. So, wir haben jetzt schon einiges durchgemacht. Hier Großraum Tokio, Skytree, Ueno ist hier oben, Tokyo Station mit dem Palast, Akihabara, Ginza, Odaiba, haben wir schon alles durch, Asakusa, also Asakusa, haben wir alles durch und diesmal geht's zum Tokyo Tower. Jetzt kommen wir schon langsam in die westliche Richtung. Der Tokyo Tower ist nicht ganz so einfach erreichbar, also es ist alles einfach erreichbar, aber er ist nicht direkt mit der JR-Linie verbunden. Man sieht die JR-Linie wieder hier so grob. Die geht hier doch ein ganzes Stück hier am Tokyo Tower vorbei. Man fährt hier unten dann so eine Schleife. Heißt, man muss sich eine JR-Station suchen und dann am besten über Shibuya, glaube ich, bin ich gefahren. Und dann kommt man schon von Shibuya 3 Stationen nach Roppongi. Tokyo Tower bei den Roppongi Hills und dann ja, kann man sich den Tokyo Tower anschauen und Roppongi, das Feierviertel, wobei ich persönlich lieber in Shibuya feiern gegangen bin. Wir starten heute den Flug also beim Tokyo Tower. Ich habe von Roppongi nicht so viele Bilder. Ich war da auch erst einmal, glaube ich, und dann versuche ich zu Shibuya Crossing zu fliegen. Ich bin gerade selber ein bisschen irritiert. Ich glaube, wir müssen dann von hier nach... So, hier ist Shinjuku. Das ist Shinjuku. Das ist Shinjuku. Hier ist Harajuku. Also da machen wir noch ein Video, da machen wir noch ein Video. Oben in Ikebukuro machen wir noch ein Video. Und dann müsste hier unten, hier ist die JR. Hier müsste... Hier könnte... Shibuya Crossing sein, die weltbekannte Kreuzung. Ich find's raus, wir fliegen gleich los nach dem Intro. Wir sind wieder in der Luft. Los geht's. Unter uns ist schon der Tokyo Tower. Ich werde ein Bild mit einblenden, habe natürlich dadurch, dass ich da noch nicht so oft war, habe ich da kein Bildmaterial, kein gutes. Wir fliegen mal eine kleine Runde. Das sind auch irgendwo Roppongi Hills, da war ich selbst nicht oben. Man kann in Roppongi gut feiern gehen, aber das sind schon auch mehr die Europäer, deswegen war ich lieber in Shibuya feiern, wo wir jetzt gleich hinfliegen werden. Okay. Hier der Tokyo Tower. Ich glaube, ist im Eiffelturm nachgebildet ein bisschen. Und ja. Gibt leckere Bars. Gibt es auch an diversen Tagen dann so Events. Da zahlst du den Eintritt in der Bar und kriegst aber dann auch dementsprechend Cocktails dafür. Und wie ich im Intro schon erwähnt habe, man muss sich eine JR-Station aussuchen, zum Beispiel eben Shibuya, und dann nochmal mit der U-Bahn ein paar Stationen fahren, damit man nach Roppongi kommt. Und das ist auch so ein Grund, warum ich in Roppongi jetzt nicht unbedingt feiern gehen möchte, außer mein Hotel liegt. Also es gibt ja verschiedenste U-Bahn-Netze, und wenn natürlich ich in einem Hotel bin, wo das U-Bahn-Netz direkt nach Roppongi führen würde, nicht durchfahren könnte, dann wäre es kein Thema. Aber wenn ich dann erst von Roppongi zu einer JR-Station muss und dann noch da den Kreis fahren muss, dann ist es mir zu stressig, muss ich sagen, weil nachts fährt in Japan nichts. Hotel, Taxis kannst du dir nicht leisten, oder kann man sich schon leisten, aber es ist überteuert. Deswegen, du musst durchfeiern bis um 5 und dann musst du noch heimfahren. Und dementsprechend wird dann da auch einiges an Zeit drauf gehen, und wenn es halt dann erst um 6:30 im Bett bist, ist es schwierig. Wobei generell auch die JR-Linie, die fahren auch erst ab 5 oder um 5:30 wieder, ich glaube 5 Uhr. Also du musst schon Durchhaltevermögen haben.
So, weiter geht's nach Shibuya, wenn wir schon beim Feiern sind. Ich kann den Atomclub empfehlen. Der hat 2 oder 3 Stations und die spielen richtig gute EDM-Musik. Also es hat richtig Spaß gemacht, da zu feiern. Ich war da auch alleine. Man kommt ins Gespräch, die Japaner, die interessieren sich dann schon für einen, und in Shibuya feiern auch eher die Einheimischen. Also richtig geile Musik würde ich mir auch in Deutschland wünschen. Das ist mehr so, ja, EDM-Chart ein bisschen gemischt, so Mainstream fast. Aber sowas fehlt mir in Deutschland, weil wir entweder den extremen House haben oder Black Hip-Hop, ja, nicht so meins. Dann kommen wir zu Shibuya Crossing, ist diese weltbekannte riesige Kreuzung. Da gehen hunderte Menschen gleichzeitig über die Straße. Wir reduzieren hier wieder ein bisschen die Energie. Mal schauen, ob wir die Kreuzung überhaupt finden. Das müsste Shibuya sein. Und mal schauen, an den Wänden, also wenn ihr außen seid, an den Wänden, ja, da ist die Kreuzung. Überall Leinwände oben dran. Hier ist eine Leinwand oben dran. Da ist eine Riesenleinwand. Da Leinwand. Leinwände. Also man sieht es hier sogar richtig gut, habe ich nicht gedacht. Was da abgeht. Anime-Trailer. Kinofilm-Trailer von halt neuen Animes. Du wirst beschallt von allen Seiten. Die Menschenmassen. Ich war da an meinem zweiten Abend oder meinem ersten Abend in Japan. Und da war auch noch Halloween. Ich sag's euch, heftig. Hier ist die Station und da unten kommt ihr raus. Was da abging, da geht's dann rein, das ist so ein Essen, so ein Einkaufsviertel, da gibt's dann Bars, und hier hinten irgendwo sind dann die Clubs. Mit Google Maps findet man alles. Da unten sind schon einige Szenen gedreht worden. Es gibt so eine Netflix-Serie, das spielt auch in Japan, wo die ganze Menschheit dann weg ist und nur noch ein paar Spieler so ein Spiel spielen. Und das ist die erste Szene, da geht er da unten auf Toilette, und da war ich auch schon auf Toilette. Und Leute, das ist so krass. Und wenn ich das jetzt hier sehe, wie gut das nachgebildet ist, also wirklich, ich bin wieder beeindruckt. Da unten ist dann noch so eine Hundestatue. Ist das die sogar? Ne, sieht man jetzt nicht so gut. Ja, aber, also ist besser jetzt sogar, als ich gedacht habe, die Shibuya-Kreuzung. Und die Kreuzung an sich. Ich muss hier mit Maus und Gamepad gleichzeitig. Man sieht halt hier, da werden alle Ampeln gleichzeitig grün. Und da laufen halt Menschenmassen über alle Seiten. Also das ist schon cool. Und man kann hier oben, hier ist die Haltestelle. Das ist das Gebäude. Also da kommt man an und dann steigt man hier links aus. Kann man da auch runterschauen. Und hier ist auch ein Starbucks, glaube ich, drin. Da, von oben gibt es so einen Rooftop, wo man dann auf die Kreuzung runterschauen kann. Also ganz, ganz bekannte Kreuzung. Genau, Shibuya. Also da kann man sich hinhocken abends, vor allem wenn alles schön bunt ist, alles beleuchtet ist, hinsetzen und einfach gucken, was die anderen machen. Im Norden, Harajuku hier, mitten im Park, und da hinten Shinjuku werden die nächsten beiden Videos sein. So viel zu heute. Da hinten sehen wir nochmal einen Tokyo Tower, Shibuya Crossing. Und ganz da hinten, und Leute, es ist wirklich, das sind viele Kilometer Entfernung, dass man trotzdem noch den Skytree sieht. Also, ich bin immer mehr beeindruckt von diesem ganzen Spiel. Und da hinten sogar sieht man den Fuji. Da hinten. Und das sind wirklich, ich kann es nicht einschätzen, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich wollte schon sagen, hunderte Kilometer, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber gut. Und ja, egal. Mehr Informationen bei den nächsten Videos. Weil wenn ihr Glück habt und ihr, in meinem ersten Video habe ich eine kostenlose Plattform angesprochen, wo man eine schöne Aussicht hat. Wenn da das Wetter gut ist, dann habt ihr auch den Blick auf den Fuji. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich beim übernächsten Video. So viel für heute. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.